So, moin Leute, bisschen Kohlkörper-Perspektive, aber muss die Kamera nicht davon Stativ unternehmen. Willkommen zum nächsten Teil, und zwar machen wir jetzt Beute B. Da sind die Reibungsstoßdämpfer, sind nur Reibungsstoßdämpfer drin, kein Öldruckstoßdämpfer. Also bei diesem Modell sagen viele, als Nachrüstung reicht eigentlich der Kugellagersatz, den wir haben, Öldruckstoßdämpfer und vielleicht ein stärkerer Motor, und mehr brauchst du da eh nicht nachzurüsten. Vielleicht noch eine Alu-Lenkung, aber da wir eh Kugellager jetzt in der Lenkung haben, funktioniert jetzt auch ganz gut. Wir benutzen original Stoßdämpfer da, gucken mal, vielleicht tunen wir es später noch, aber erstmal. Aber wir hätten ja sogar noch Öldruckstoßdämpfer. Moment mal, wir haben dann noch aus dem TA02, ne, war auch Reibungsdämpfer, oder? Ich guck mal, ich glaube, wir haben noch Öldruckstoßdämpfer. Nö, haben wir nicht. Also wir haben aufgebaute Reibungsstoßdämpfer, aber ja, könnt ihr eben hier zusammenbauen. Geht ja fit. Da sind die auch neu, weil die, die da in der Kiste liegen, die sehen schon ziemlich mitgenommen aus. Und man weiß auch nicht, sind die alle wirklich gleich oder gibt es da vielleicht doch eine Änderung? Egal. Und es macht ja immer Spaß, Stoßdämpfer zu bauen, oder nicht? So, wie Tamiya-typisch haben wir immer Ersatzteile über. Eine Mahnschraube für das Ritzel, noch ein paar So-Schrauben. Ich muss eh mal aussortieren, ich habe da die ganze Kiste voll mit 45er Motoren, die ich eh nicht brauche. Die auch niemand kaufen wird, weil die kosten ein paar Cent. Das heißt, ja, in den Müll. So, Stoßdämpfer. So, jetzt noch mal Interessantes, und zwar auf Seite 9 muss man sich überlegen, wie lang das Chassis werden soll. Das Chassis kann in drei Längen gebaut werden, in Small, Medium, Large. Ich weiß gar nicht, die Millimeterangaben, die blende ich sonst eben ein. Für die Golfkarosse brauchen wir Short. Deswegen müssen wir hier anhand von S bauen und nicht von M. Und irgendwie steht hier auf Seite, auf nächste Seite würde L kommen, aber irgendwie nicht. Diese Anleitung ist ja für das Chassis noch, nicht für die Karosse. Für die Karosse liegt ja eine eigene Anleitung noch bei, also wie man es lackieren etc. pp. So, hier sieht man auch, es gibt ein bisschen Tuning-Sachen, es gibt ein Kugeldifferenzial hinten, Carbon. Antriebswellen und Titanium-Schraubenzelle. Aber ganz ehrlich, boah, witzig. Also wir bauen das über Small zusammen. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread.
with every word that I've said. Ja, Borja C fängt an. Ich habe schon angefangen, also nicht wundern. Also, ihr seht jetzt gleich, dass hier weniger drin ist, weil ich habe schon angefangen hier mit dem Servo. Und ich sehe gerade, dass Borja C dran ist. Also, Borja B ist fertig, Video ist Ende. Jetzt fangen wir mit Borja C an. Ne? Viel Spaß.